Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Bros. Wanda. Es geht weiter mit der vierten Welt. Wolkenlose Wüste. In den Ruinkühnen. Sind das neue Gegner oder wie? Hat jemand da gerade Yeah gesagt? Ach, ich bin im Online-Modus. Deshalb höre ich solche Geräusche. Was macht ein Toad hier? In den Ruinkühnen. Schwierigkeitsstufe 2 Sterne. Nice. Und direkt zu Beginn gibt es eine Feuerblume. Was hat denn dieser Gegner drauf? Ja, also wenn ich ihn gleich platt mache, dann kann ich das nicht herausfinden. Ist ja cool. Jetzt chill ich mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne und zocke mit ihnen. Ja, cool. Falls ich Hilfe brauche, sind hoffentlich Leute da. Vielleicht sollte ich mal den Online-Modus ausmachen. Aber jetzt gerade geht das. Da kann man rein. Und da ist auch schon die erste 10er-Münze. Bam, bam. Ups, ups. Sehr schön. Luigi hat das Phantom von Toadette gerettet. Okay, nice. Die erste Münze hätten wir schon mal. Ach, tatsächlich. Ich dachte, das ist irgendwo im Vordergrund. Gehen Wandsprünge? Nee. Bisschen schwierig. Ah, nice. Schönes Abzeichen. Aufpassen vor Gumba. Das war sowas von klar. Ich habe mir schon gedacht, dass da oben etwas sein könnte. Eine gelbe Blume. Münzen erhalten und eine Blumenmünze. So nice. In der Feuerform. Ach, die Feuerbälle kommen zurück. Nice. Kann man da rein? Nein? Check beim Fahren. Okay, wo ist denn bitte schon die zweite 10er-Münze? Hey. Ein schöner Platz für ein Päuschen. Nice, korrekt. Nice, schönes Level. Und da ist schon die nächste Checkpoint-Fahne. Ah, mein Elefant-Power-Up-Item ist weg. Naja, was soll's. Nicht so schlimm, ich bin in der Feuerform und plus, ich habe noch eine Feuerblume. Dieses Abzeichen ist so cool. Aha, was geht? Noch eine Feuerblume. Wo könnte die dritte 10er-Münze sein? Aha, da sind zwei Blöcke. Hat das was zu bedeuten? Ja, das hat es also zu bedeuten. Okay, Blumi, jetzt geht's los. Oh, wie nice. Warte mal, wenn ich springe... Achso, ich dachte schon. Wenn ich springe, fallen die Münzen runter, habe ich gedacht. Aber ich bin jetzt ein bisschen langsamer unterwegs. Ein auf Slow Motion. Nicht nur ich, auch die Gegner. Bam. 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 Aufpassen. Lauf. Haha. Chillig. Auf einmal ist da die 10er-Münze. Das wäre aber heftig. Auf die Blumenmünze kann ich sowas von verzichten. Die Zeit vergeht auch langsamer. One-Up-Pilz. Really? Bam, stampfen. Das dauert mir zu lange. Gumba, wie kann es sein, dass du stehst? Jetzt. Ah, was soll's? Nein. Ich hab mich treffen lassen. Ich hab nicht mal allzu viel Zeit. Ja, ich frag mich gerade, wo die Feuerbälle bleiben. Bin nicht mehr in der Feuerform. Da ist die 10er-Münze. Nein, mach keine Faxen. Ernsthaft? Retten, retten. Hilfe, Hilfe. Hallo, hier. Wieso rettet mich keiner? Hallo. Wo seid ihr, Online-Spieler? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das regt mich auf. Gib mir die Feuerblume. Aber dafür musste ich erstmal in der Feuerform sein, sonst wäre da nur ein Pilz rausgekommen. Also davon gehe ich aus. Lauf mal. Oh cool, ich habe da jemanden erwischt. Wie sich das anhört in diesem Spiel, wenn Power-Up-Items auftauchen. Voll cool. Komm her, Wunderblume. Okay, ich fliege einfach. Wobei,
Den Aufsteller nehme ich mit. Ah, ich dachte, ich kann auf deinen Kopf aufspringen. Stampfen! Nice! Haha, ist das chillig. Elefant Daisy, ist das nicht crazy? Ups. Komm her. Wie wäre ich wohl drauf, wenn ich ein anderes Abzeichen benutzen würde, wie dieses eine Jet-Abzeichen? Dann wäre ich schnell im Slow-Motion-Modus. Komm hoch, 10er Münze. Bleib stehen. Nice. Und da oben ist schon der Wundersamen. Euch mache ich Platz. Komm her, Blume. Nice, da ist der erste Wundersamen. Und die 3 10er Münzen haben wir auch am Start. Oh, okay, cool. Was war nochmal hier in der Blume drinne? Gut, dass hier ein Gumba ist. So, jetzt noch die goldene Fahne klar machen und noch den zweiten Wundersamen bekommen und das war's dann. Hey Poplin, was geht? Nice, 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 nice. Dies ist mein Song. Oh Mann. Guten Morgen, by the way. Heute ist Mittwoch. Gut. Habe ich hier irgendwas übersehen? Im letzten Stream war ich hier zum ersten Mal am Start. Und ich habe mir schon so einige Sachen angeschaut gehabt. Abzeichentest. Lokhochsprung. Hört sich interessant an. Schwierigkeit 4 Sterne. Hallöchen, Leonie, was geht? Lokhochsprung. Habe ich denn das richtige Abzeichen am Start? Ein Abzeichentest ist ein Level, den du mit einer bestimmten Abzeichenfertigkeit spielst. Achso, ich sollte das schon am Start haben. Du beginnst den Level in der kleinen Form, verlierst allerdings bei einem Fehlschlag keinen Versuch. Wiederhole den Test also so oft, wie du magst, um ihn abzuschließen. Ah, okay, alles klar. Ich bin so ein Anfänger. Aber deswegen absolviere ich ja jetzt diesen Test. Ah, ich muss mich beeilen. Diese schwebenden Plattformen, die sind nicht so stabil. Die sind nicht stabil! Oh nein! Sehr cool. Weiter geht's mit dem Abenteuer. Muss ich mich ducken? Jawoll! Okay. Das war gut. Oh, da ist die zweite 10er Münze. Okay. Alles klar. Ducken. Und tschüss. Geil. Oh yeah. Oh. Oh. Die Münzen nehme ich gerne mit. Warte mal, ist da oben etwas? Nein, da oben ist nichts. Duck dich. Nein. 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 Rette mich. Ich rette dich. Komm, komm. Hier. Hier bin ich. Nice, Mann. Korrekter Typ, ne? Hat mich einfach gerettet. Jetzt nicht nachlassen. Oh yeah! Nein, wo ist denn die dritte 10er Münze? Ey, One Piece TV, was geht? Also das Level muss ich noch einmal wiederholen, ne? Wo ist denn die dritte 10er Münze? Oder habe ich sie? Vielleicht habe ich sie. Aber ich bin gerade zu verplant und vergesslich. Aber die goldene Fahne habe ich nicht bekommen. Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Nein, danke. Aber ich möchte nochmal an diesem Test teilnehmen. Ach, es gibt ja nur einen einzigen Wundersamen. Warte mal. Ach, ich habe doch die 3 niederen Münzen am Start. Ja, die goldene Fahne. Das kann ich mir mal irgendwann in einem Stream antun. Oder kurz bevor das Let's Play endet. Oder einfach mal im Privaten. Ich glaube, das ist halb so wild. Hab ein bisschen zu schnell gehandelt. Verschnaufpause, Tanz im Musikraum. Für den Wundersamen. Es gibt ein neues Valo-Update. Ja, ich kümmere mich höchstwahrscheinlich dann am Wochenende darum. Kann auch ziemlich lange dauern, wenn man vielleicht so einige Updates verpasst hat.
Ja, ist das chillig, Mann. Das macht Spaß und so. Das macht voll Spaß. Ding, 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 ding. Mit dem Wundersamen. Oh. Bye, bye, Münzen. Okay, cool. So bekommt man auch einen Wundersamen. Das war's mit der Pause. Weiter geht's mit der Arbeit. Man kann hier nicht reingehen. Diese Fragezeichenblöcke sehen schon ziemlich irritierend aus. Kann man hier teleportieren? Nein. Okay, ich will noch einmal kurz die Welt abchecken. Vielleicht habe ich ja irgendetwas übersehen. Der weiße Sand. Hier war ich schon. Hier auch. Hier auch. Okay. Was geht ab? Oh, wie geht's dem Poplin hier? Wie schrecklich. Wir haben doch schon mal miteinander geredet. Habt ihr gesehen, was mit unserem Palast passiert ist? Ah, okay, warte mal. Ich kümmere mich jetzt darum. Mir ist bewusst, dass dieses Level das letzte Level ist. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich mir wirklich hier alles angetan und angeschaut habe. Ich gehe davon aus, dass ich da schon mal war. Ich war schon mal hier. Oh. Oh. Hier war ich noch nicht. Ein Himmel voller Ballons. Los geht's, Daisy. Okay, alles klar. Was haben wir denn hier? Eine Wolke. Auf einmal kann man da durchlaufen. Ja, nice. Ich habe einen Pilz bekommen. Ein Aufsteller. Misomir. Ein One-Up-Pilz. Leute, wenn ihr einen One-Up-Pilz wollt. Hier ist er. Okay, ich warte nochmal. Rettet mich. Rettet mich. Wo seid ihr? Wo seid ihr, Yoshi? Save me. Du Verräter. So, ich mach mir nochmal den Monapilz klar. Ich brauche ihn jetzt. Diese Münzen. Okay, erstmal die Feuerblume gönnen. Und dann eine Blumenmünze bekommen. Bleib stehen, Mann. Hallo. Aha, okay. Die geht irgendwann die Puste aus. Ah, Toadette, wie siehst du denn aus? Voll aufgeblasen und so. Oh mein Gott, das haben die nicht gemacht. Das haben die nicht gemacht. Rettet mich. Rettet mich. Und wieder wurde ich im Stich gelassen. Ich benutze gleich die Fragezeichenblöcke. Ja, zumindest weiß ich, dass man hier einen One-Up-Pilz findet. Okay, eigentlich kann ich auf diesen Spaß verzichten. Aber gleich wird es ein bisschen anders. Wow. Ach, ich habe die... Ich vergesse das immer wieder. Die 10er-Münze zählt jetzt als... Du hast sie. Da gehe ich jetzt rein. Mal schauen, was wir hier haben. Nichts, was interessant ist. Bam. Bam. Autsch. Oh, da ist die 10er-Münze. Nehme ich dankend an. Oh nein. Jetzt habe ich irgendwie voll Bock auf Pudding mit Sahne bekommen. Da war die Wunderblume. Ich glaube, ich spinne. Oh, oh, bist du jetzt mein Freund, oder? Okay. Oh, noch ein Wunderpilz. Als ob die Spieleentwickler gedacht haben, bei diesem Level könnten die Spieler so einige Male failen. Da ist der grüne Kollege wieder. Wo ist denn die dritte 10er-Münze? Immer nach oben. Nein. Das gibt's nicht.
Ich hab die 10er-Münze verpasst, oder wie? Okay, we did it, Daisy. Jetzt fehlt uns noch die dritte 10er-Münze. Hier ist sie nicht. Hier auch nicht. Lea, was geht? Okay, hier ist eine Checkpoint-Fahne. Oh, dieses Item will ich. Nice, und ich hab's bekommen. So, ihr Fische, jetzt gibt's Beef. Nein. Das war voll blöd. Y. Aha, ich kann das auch. Hä? Was ist denn bei denen los? Okay, also dieses Level ist auf jeden Fall crazy. Wo kommen denn die Fische her? Ich dachte aus den Wolken. Ja, habe ich. Oh, man kann hier zurück. Also ich glaube, ich spinne. Wo soll denn bitte schön hier die dritte 10er-Münze sein? Ich habe da was gesehen. Oh, ein Aufsteller. Da ist die 10er-Münze. Korrekt. Pass auf, Mann. Oh, gut, dass da ein versteckter Block ist. Zack. 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 Bam. Komm, Kollege, ey, du bist so schnell, Mann. Nein, nochmal. Das hat nicht ausgereicht. Aber der Sprung schon. Sehr cool. Nettes Level. Gleich kämpfe ich gegen Bowser Jr. Bam, bam, bam. See ya. 1.11. Ja, Daisy, was geht? Oha. Unsichtbarkeit. Oh. Abzeichentest. Unsichtbarkeit. Deine Spielfigur ist nicht mehr zu sehen und kann daher auch nicht mehr von Gegnern aufgespürt werden. Cool. Na? Was macht ihr so? Aber ich kann mich trotzdem um Items kümmern. Okay, das ist aber nicht so einfach. Okay, also ich kann Daisy trotzdem sehen. Das wäre voll heftig, wenn ich sie überhaupt nicht sehen würde. Nicht mal den Schatten. Ja? So. Der Kollege dachte sich, da ist doch irgendwas. Was ist das? Komm her. Ah, ich habe ihn aufgeregt. Wo bin ich eigentlich? Jetzt sehe ich mich überhaupt nicht mehr. Tatsächlich, man sieht sich überhaupt nicht mehr. Das ist aber heftig. Aber gut. Die Laufspuren kann ich ja erkennen. Ups. Das ist aber interessant. Ich kann mich gar nicht sehen, Mann. Ja, etwas Verstecktes. Hä? Ich bin gesprungen. Warte mal, ich muss ihn berühren. Ja, Mann. Bin wieder back in business. Hat er mich runtergeschubst? Das wäre aber richtig frech. Wird mir jetzt nicht so gefallen. Ups. Warte mal hier. Bleib stehen, Mann. Danke. Zurück. Sehr cool. Wo bin ich? Wer am I? Ja, genau. Haha. Nice. Und da ist die dritte 10er-Münze. Also man sollte schon des Öfteren springen, wenn man in der unsichtbaren Form ist. Dann weiß man zumindest, wo man gerade steht. Oder wo man ungefähr ist. Ja, das ist gemein. Das ist gemein. Ab zu Yoshi. Oder zu Toad. Oh, ich krieg den Block nicht kaputt. Warte mal, wie kann ich ihn ärgern? So? Ja, haha. Ach so. Deswegen braucht man ihn. So bekommt man die goldene Fahne. Okay, versuch das mal.
Okay. Braucht die Vase. Muss ihn ärgern. Nein! Ich muss das nochmal wiederholen. Okay, dann ist das so. Ich stehe doch auf seinem Kopf, oder? Ja, tue ich. Guck nach links, Mann. Sag mal, war ein Problem oder so? Ich bin hier. Okay, er sieht mich nicht. Aber er riecht mich doch. Warte mal, vielleicht muss ich von der rechten Seite auskommen. Dann reagiert er anders. Ups. So. Ah, ich habe nach rechts geguckt. Guck jetzt nach links. Will der mich reinlegen oder so? Hallo, hier. Ja, okay, nice. Jetzt hat er reagiert. Okay, ich will dieses Level schnell beenden. Ah, okay. Ich bleib einfach so. Nice. Chillig. Die goldene Fahne habe ich auch bekommen. Ganz korrekt. Yeah. See ya, see ya. Schönes Level. Noch ein Level? Nee, das ist kein Level. Nein, brauchst du nicht. Warte mal, hier habe ich doch jetzt auch die goldene Fahne. Ja, habe ich. Gut. Von hier aus erreicht man die Spezialwelt. Will mal kurz die Ecke abchecken. Ja, ich kümmere mich noch um die Spezialwelt. Ich habe noch gar nicht angefangen damit. True. Aber ich erwarte halt viel von der Spezialwelt. Daher bin ich am überlegen, ob ich das vielleicht ganz am Ende machen sollte oder kurz bevor ich das letzte Level spiele. Ab in die vierte Welt. Zurück, zurück, zurück. Okay, nice. Ich glaube, jetzt bin ich fast komplett durch. So. Okay. Da kann man nicht rüberspringen. Ist da etwas vielleicht? Ah, okay. Von hier aus erreicht man Captain Toad. Man kann nicht einfach runterspringen. Aber in den Leveln geht das. So gut wie neu. Okay, der hat sich hier um die Brücke, glaube ich, gekümmert gehabt. Yeah, nice.